zwei Herde und Kühltruhen, damit die ganzen Sachen nicht verderben. Ich nehme mal an, dass das so rum richtig ist. Zwei Kühltruhen und dann brauchen wir noch Spülbecken, dass die Sachen auch alle so riesig sind, ne? Die kann man nirgendwo vernünftig hinstellen. Ja, dann stellen wir die Kühltruhe hier neben. Da. Das sieht jetzt vom Winkel her auch schon wieder so aus, als ob es irgendwie falsch wäre, was ich da gemacht habe, aber egal. Ah. Das ist auch so irre riesig. Stellen wir das hier unten hin. Kenn ich ja nix. So. Und da müssen natürlich auch noch Bänke und Tische rein. Das sollte man nach Möglichkeit nicht vergessen. Jetzt passen hier halt nicht mehr so viele Leute hin. Aber so ist das. Bank, 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 Bank. Ich hoffe, dass in der Mitte waren jetzt Tische. Das muss ich immer nochmal nachgucken. Nicht, dass da nur Bänke stehen. Habe ich wirklich Tische gebaut? Nein, habe ich nicht. Denn das sind Tische. Jo, wenn das noch installiert ist, müssen wir da wahrscheinlich auch noch ein paar Leitungen hinlegen. Und hier fehlt noch eine... Ah, das muss noch montiert werden. Und außerdem fehlt da Wasser. Für die sanitären Anlagen. Und dann haben wir eigentlich alles. Für einen erfolgreichen Start in den Tag. Ein Zaun. Ich mache hier noch eine kleine Schleuse, baue ich hier noch ein. Wie machen wir das? Ha. Jetzt weiß ich ja nicht. Was machen wir denn? Macht das hier mal einen enger, da auch. Und dann kommen da Metalldetektoren rein. Das machen wir da gleich von Anfang an. Machen wir das richtig. Richtig. Wenn wir den denn schon freigeschaltet haben. Ich finde ihn gerade nicht. Großes Fenster. Wir haben ihn noch nicht freigeschaltet, so wie es aussieht. Wo ist er denn? Also, mal ganz davon ab, dass wir ihn nicht freigeschaltet haben. Vielleicht. Sehe ich ihn aber auch gerade im Menü nicht. Seht ihr hier irgendwo? Ja, da. Ich trottel. Zack. Zack. Die Dinger brauchen bekanntlicherweise auch noch Strom. Dann ziehen wir da auch noch eine Leitung hin. Dorthin. Dann kriegen wir nämlich immer schön mit, wenn irgendwo irgendwas geschmuggelt wird. Achso, ursprünglich wollte ich aber eigentlich... Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich mein ganzes Geld nicht am Anfang schon wieder raushaue. Und da ist auch schon der erste Gefangene. Bauen wir hier jetzt nochmal ein Tor. Damit wir eine Art Schleuse haben. Ne? Immer noch fleißig gehandwerkert. So. Ich brauche noch eine Küche. Ach, die ist da noch nicht. Ist noch keine Versorgung für das Waschbecken. Na, das geht natürlich nicht. Dann machen wir das Rohr mal dahin. Ich benutze nur große Rohre. Alles andere passt nicht zu mir. So. Nichts. Es steht nichts auf dem Programm. Wir müssen noch einen Tag... Achso, guck mal hier. Was wurde mir vorgeschlagen? Dreimal Essen für 2 Stunden oder zweimal Essen für 3 Stunden am Tag reicht? Ich glaube zweimal für 3 Stunden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ah, so. So, da machen wir nichts. Ich versuche jetzt auch mal die Folgen, also ich nehme jetzt am Anfang ein paar auf und dann versuche ich die irgendwie zeitnah dann auch immer rauszuhauen. Einfach damit wir ein bisschen zusammenspielen können und ihr mir auch Tipps geben könnt. Und so. Das ist ja wichtig. Ne? Da steht noch ein Gefangener. Die könnten doch da auch jetzt einfach weglaufen. Die sind ja noch nirgendwo. Die stehen ja ganz einfach zwischen diesem Gerümpel. Und machen nix. Außerdem müssen die Wachen jetzt hier immer wieder auf und zuschließen. Auf und zuschließen. So ist das. Wird schon fleißig gekocht. Die Küche ist warm. Genau so sollte das sein. Haben sie jetzt auch, ich glaube, sie haben jetzt auch gleich alles aufgebaut. Fehlt da noch Strom tatsächlich? Ach Mist. Hier müssen wir nochmal. Aber da habe ich doch schon.
Keine Ahnung. Naja, werden sie wohl noch machen. Hoffe ich. Ja, schnappt euch die Teile, ich mache euch gerade auf hier. Kein Problem. Locker weg, Jungs, locker weg. So, und ihr wollt jetzt schon essen? Ach ja, es ist ja auch Mittagszeit. Na, dann macht es doch mal. Die Dusche ist auf jeden Fall sehr großzügig gebaut. Und wir bauen jetzt mal noch unseren Herrn Direktor. Was braucht er denn? Der braucht ein Büro und Büros müssen mindestens 4x4 groß sein. Okay. Dann wollen wir doch dem Herrn Direktor mal ein Büro bauen. Ich mag das ja gerne quadratisch dann auch. Aber wir brauchen das 7 und 9 wäre schon wieder zu übertrieben groß. Wir bauen gleich 2. Wir brauchen ja noch mehr Büros insgesamt. Und da kommt dann natürlich, hier wollte ich hin, Personaltür. Klick, klick. Und ein bisschen Strom führen wir da auch noch rüber. So. Ach, jetzt bauen die das wieder nur halb, ne? Weil die da hinten die Mauer nicht aufbauen, weil das ja am Zaun steht und der ja auch als Mauer gilt. Das ist total dumm. Wirklich. Naja. Kannst du nichts machen. So, guck, genau das meine ich. Hier hinten ist wieder offen. Weil die das nicht hinkriegen. Die sind ein bisschen doof. Die Bauarbeiter. Die lassen es immer auf. Räume. Büro. Klick. Klick. Was muss da alles rein? Dann machen wir das auch gleich. Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank. Achso, wir können das ja weiterlaufen lassen. Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank. Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank machen den Direktor krank. Oder so. So. Schreibtisch. Stuhl. Warum muss das denn so groß sein? Das verstehe ich nicht. Und der Aktenschrank kommt hier oben hin. So. Fenster gibt's nicht. Das werden richtig schöne Löcher. Guck mal hier, den Schreibtisch hatten sie zum Glück noch im Lager stehen. Den müssen sie nicht von draußen holen. Also vorsichtshalber schon mal, was ihr wisst, was ich mache. Oh, hier, guck mal, 100%, alle Gefangenen wurden gespiesen. Und es kommen schon wieder neue Insassen. Neue Insassen werden erwartet. Uiuiuiuiuiui. Weg, 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 weg. Habt ihr dem sein Büro gleich mal fertig, Jungs? Da fehlt noch ein Schreibtisch, was fehlt hier noch? Da fehlt noch der Aktenschrank, den müssen wir noch aufbauen. Guck mal, er hat aber sein Büro. Zack. Perfekt. Supi. Ja, damit steht das Gefängnis. Wir haben 8 Gefangene und 0 eigentlich, die wir da... Oh, guck mal, die gehen sogar zu zweit aufs Klo. Die kennen sich schon sehr gut, die Jungs. Die verstehen sich. Subventionen. Wir könnten Subventionen machen, wir könnten aber auch Programm. Wir könnten schon was mit Lehrern machen. Aber nein... Das ist vielleicht für den Anfang doch ein bisschen zu krass. 2 Büros. Das holen wir uns. Schalte Buchhaltung über das Forschungsmenü frei. Stelle eine Buchhalterin ein. Okay, dann gehen wir hier auf Planung. Da ist es nämlich nicht. Sondern, wo war es denn? Ach Leute, komm. Hier, da oben ist Forschung jetzt. Buchführung dauert 6 Stunden. Oh, er forscht jetzt hier an der Buchführung drumherum. Hier, 2% haben wir schon. Und, ja, das läuft. Wir kriegen immerhin 913 Euro am Tag. Das ist nicht sonderlich viel, aber das ist mir egal. Stellen wir noch 2 zusätzliche Wachen ein und dann machen wir schon mal... Ach nee, wir können die ja noch gar nicht zuteilen. Soweit sind wir noch gar nicht. Essen. Es ist Essenszeit. Los. Schnabuliert euch da ordentlich mal eine Portion weg. Genau so. Schön. Ich möchte, dass hier alle Gefangenen gespiesen werden. Sehr schön. Das klappt ja wenigstens schon mal. Das ist doch gut. Guck mal, hier sitzen sie alle. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Lecker Speck und Bohnen gibt's heute. Speck und Bohnen. Das ist die Mahlzeit für richtige Gefangene. Schlagen Sie noch heute zu!
Sie bekommen nicht eine, nicht zwei, sondern drei Bohnen und einen Streifen Speck zum Preis von gar nichts. Denn im Gefängnis ist das Essen umsonst. Kostenlos. Oh, was ist denn mit der Wache los? Die ist müde. Oh, oh, oh. Müde Wachen können wir hier gar nicht gebrauchen, liebe Leute. Ich brauche Personal. Falls irgendwer das Joint Venture Lied kennen sollte. Das meinte ich gerade. Kennt wahrscheinlich wieder niemand. Naja. Die Gefängniswertung, was sieht denn die vor? Nichts. Cool. Aha. Das hier ist auf jeden Fall jetzt anders. Also so ein bisschen neu ist das da oben schon. Also für mich ist das neu. Ich kenne das noch nicht. Ich warte, dass das da unten, dass er hier bei 100% ist gerade. Falls ihr euch fragt, worauf ich hinaus möchte, warum ich nichts mehr mache. Aber ich wollte das gerne mal ein bisschen ruhiger angehen lassen dieses Mal. Um vielleicht mal ein bisschen weiterzukommen. Und nicht in so völliges Chaos zu verfallen, wie in der letzten Staffel. Aber ich habe mega viele Tipps bekommen, was ich auch echt cool finde. Konstruktive Kritik in den Kommentaren ist echt mega gut. Weil ich auch einfach viele Sachen nicht weiß. Blockiert. Aha. So. Zack. Da haben wir 5000 Euro Subventionsabschlüsse bekommen. Und 26 Euro Gewinn. Und 1000 Euro hat die Buchhalterin gekostet. Naja, naja. Jetzt können wir nämlich hier genau sehen, was was kostet. Das Essen ist relativ günstig. Die Arbeiter sind teuer. Nun denn, was könnte man denn jetzt noch machen? Wir gucken nochmal in die Subvention rein. Zellenblock A. Mhm. Subvention psychisches, physisches Wohlergehen. Baue eine Krankenstation. Stelle mindestens zwei Ärzte ein. Stelle einen Psychologen ein. Benötigt ein Büro. Ich mache das zuerst. So fangen wir diesmal an. Okay. Das heißt, wir bräuchten noch zwei weitere Gebäude. Ich würde fast sagen, dass wir noch ein Büro hier oben hinstellen. 7 hatte ich das eben, ne? 7 wäre so. Ja. Dann lasse ich das da hinbauen. Ich hoffe, dass die den Zaun da wegreißen. Und ich das nicht auch noch selber machen muss. Aber ich würde fast dafür wetten, dass es so ist. Und dann brauchen wir noch eine Krankenstation. Die Krankenstation könnte man hier unten gut anschließen, aber da ist gerade der Hof. Weil der Hof ist eh viel zu groß. 7x7? Feiner Sand? Ah, machen wir so. Und das braucht natürlich auch noch eine Tür, aber diesmal brauchen wir da keine Personaltür, sondern eine normale Tür. Damit die Gefangenen da auch reingehen können. Und Strom müssen wir da noch hinziehen. Ich weiß. Ich weiß doch, ich weiß doch. Ich habe das doch alles im Blick. Natürlich. So. Und so. Oh. Demontiert Tree. Ja. Vielen Dank an denjenigen, der das Ganze übersetzt hat. Leute, ihr müsst den Zaun da aber schon noch abbauen, ne? Das funktioniert so nicht. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne, dass ihr es nicht macht? Alter, das kann doch wirklich nicht sein. Oh Gott, was macht ihr denn da? Ja, dann reißt das hier ab. Bitte. Dann stellen wir hier auch direkt auf Abreißen. Ich würde dafür wetten, dass sie das sonst stehen lassen. Und auch hier müssen wir die Mauern wieder selber reinziehen. Na klar. Das mache ich doch gerne. Ich habe hier noch keinen Presslufthammer gesehen. Aber ihn gehört. Schon wieder.